Ihr alle wisst sicherlich, dass die deutsche Fankultur mit zu den besten aus ganz Europa gehört. Die Anzahl an großen Traditionsvereinen, welche mit der unglaublich starken Unterstützung der Fanszenen einhergeht, ist dermaßen hoch, dass keine andere europäische Liga auch nur ansatzweise an diesen einmaligen Support hier in Deutschland herankommt. Vor allem auf internationaler Ebene sorgen die deutschen Fanszenen immer wieder für atemberaubende Momentaufnahmen, welche auch Jahre danach noch in Erinnerung bleiben. Heute präsentieren wir euch daher die besten Aktionen deutscher Fans auf internationaler Bühne. Sei es in Form von unfassbaren Stadioninvasionen, riesigen Fanmärschen oder auch einfach sehenswerten Blinkereien. Schaut auch unbedingt bei ultrastore.com vorbei, falls ihr euch auf legalem Wege für den nächsten Stadionbesuch ausstatten wollt. Mit dem Code PROMO 2024 spart ihr 5%. Starten wir direkt mit dem wohl populärsten und zugleich auch beeindruckendsten Vorfall der letzten Jahre, welcher von mehr als 30.000 Frankfurtern möglich gemacht wurde. Diese eroberten nämlich auf einer noch nie zuvor gesehenen Art und Weise die Stadt Barcelona, indem sie allesamt in weiß gekleideten Klamotten durch die Straßen der Innenstadt zogen und für atemberaubende Atmosphäre sorgten. Auch die Szenen, die sich im Anschluss im legendären Camp Nou abspielten, werden wohl für immer unerreicht bleiben. Die gesamten 90 Minuten dominierte man stimmungstechnisch die Partie, was den Spielern auf dem Platz zu einem legendären Sieg verhalf, welcher auch in 20 Jahren noch für Gänsehaut bei jedem einzelnen Hessen sorgen wird. Machen wir weiter mit der berühmt-berüchtigten Kölner Invasion auf London vor 7 Jahren, welche leider schon von vielen Menschen vergessen wurde. Damals reisten knapp 20.000 Kölner in die englische Hauptstadt, und das obwohl der Großteil der Mitgereisten nicht einmal Tickets hatte. Doch über viele unterschiedliche Wege gelang es den Domstädtern größtenteils doch noch ins Stadion zu gelangen, weshalb die Partie mit knapp 1 Stunde Verspätung angepfiffen werden musste, da das Sicherheitspersonal nicht ausreichte, um alle Kölner zu kontrollieren. Im Stadion überzeugte man ebenfalls durch akustische Überlegenheit und feierte die Mannschaft sogar nach Spielende, obwohl man die Partie sang und klanglos verlor. Doch nun lasst uns von Stadioninvasionen wie diesen mal zu etwas brisanteren Vorfällen wechseln, wie es die Union Berlin-Anhänger vor 2 Jahren in Schweden erlebten. Damals kam es vor und auch während der Partie zu kleineren Provokationen und Sticheleien der Heimfans, was sich die Berliner nicht länger anschauen wollten. Einem vereinzelten Anhänger schien die Situation so dermaßen auf den Sack zu gehen, dass er sich dazu entschloss, mit einem Böller in Richtung Heimtribüne zu werfen und demnach sogar Verletzungen Unbeteiligter in Kauf nahm. Auch mehrere Bengalos wurden gezielt in Richtung Heimfans geworfen, welche jedoch keine weiteren Schäden anrichteten. Zu noch brutaleren Vorfällen kam es noch im selben Jahr zwischen Köln und Nizza. Vor Anpfiff der Partie ereigneten sich mitten im Stadion brutale Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern, da die mitgereisten Kölner ihren Auswärtsblock verließen, um eine direkte Konfrontation mit den Franzosen zu suchen, welche im Vorhinein der Partie einen hilflosen Köln-Fan krankenhausreif verletzten. Erwähnenswert ist hierbei, dass die Kölner auch von ihren Freunden aus Dortmund und Essen unterstützt wurden. Auch können wir euch den wohl größten Skandal von deutschen Fans auf internationaler Bühne nicht verheimlichen, welcher sich ebenfalls auf die Kappe der Frankfurt-Fans zurückführen lässt. Dafür reisen wir etwas mehr als 1 Jahr in die Vergangenheit zurück, als die Hessen im Champions League-Achtelfinale gegen Neapel antraten. Aufgrund einer absolut unverständlichen Entscheidung der italienischen Regierung wurde den Frankfurtern der Eintritt für das Auswärtsspiel strengstens verwehrt. Und das, obwohl die Neapolitaner im Hinspiel keinerlei Einschränkungen für den Auswärtsbereich im Waldstadion hatten. Die Frankfurter hatten es hier also in einem ihrer wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte mit einer offensichtlichen Wettbewerbsverzerrung zu tun, was einige Anhänger dazu veranlasste, sich für diese dreiste Aktion zu rächen. Und so reisten tatsächlich mehrere hunderte Frankfurter mit der Intention nach Neapel, die Stadt dem Erdboden gleichzusetzen. Mehrere Stunden lang kam es zu heftigen Ausschreitungen in der Innenstadt, worauf die Polizei vor Ort überhaupt nicht eingestellt war. Mehrere Lokale, Autos und sogar Wohnungen wurden in Schutt und Asche gelegt, was einen Schaden im 7-stelligen Bereich anrichtete. Doch lasst uns dieses Video lieber mit einem positiven Beispiel beenden, wie es die Schalke-Fans bei ihrem bis dato letzten internationalen Auftritt taten. Obwohl man an diesem Abend mit einem historisch schwachen 7:1 gegen Manchester City verlor
unterstützte man die Mannschaft weiterhin lautstark von der Tribüne aus und dominierte akustisch das Stadion. Welche Erlebnisse fallen euch noch ein, die wir in diesem Video vergessen haben? Schreibt uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare und vergesst auch nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns schon bald im nächsten Video. Bis dann!